Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Folge 74. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Ich habe mir überlegt, zwei Folgen zum Ende des Februars waren ein wenig... Wenig? Das habe ich schon mal gesagt, diesen Satz. Das kommt mir so bekannt vor, ich glaube bei Enigmatis. Naja, und diese zwei Folgen... Ja, wie gesagt, waren wenig und davor war eine dreiwöchige Pause. Und da dachte ich mir, nö, das ist mir zu wenig Black Mirror insofern, dass ich auch irgendwann das mal durchhaben möchte und zum zweiten Teil auch gelangen möchte, weil da freue ich mich drauf. So gesehen gibt es ja vier Teile, ja? Und ihr möchtet vielleicht auch wissen, wie es weitergeht. Und in diesen Folgen bin ich hier ja in diesen Katakomben ganz gut gehangen. Das geht da schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, aber es geht eine ganze Weile schon. Naja, und der andere Grund, dass ich jetzt drehe, ist, dass es mich in den Fingern juckt. Denn ich weiß, wie es weitergeht. Ich habe nicht in die Lösung geschaut, keine Angst. Und ich habe auch sonst nicht mehr gespielt. Ich hatte zwar überlegt, wenn ich es dann in der nächsten Folge nicht schaffe, vielleicht die wiederum zu löschen und dann offscreen zu schauen. Jetzt, wo ich weiß, was die Lösung ist, glaube ich auch, dass ich draufgekommen wäre. Aber es hat jemand in die Kommentare geschrieben, wie es weitergeht. Da möchte ich mich erstmal bedanken. Lieber Heiko, danke für die Hilfe. Allerdings, und das ist echt nicht böse gemeint, wirklich nicht. Und ich möchte auch nicht undankbar erscheinen. Allerdings möchte ich euch bitten, wenn ihr mir helft, dann helft mir nicht, indem ihr mir einfach nur die Lösung schreibt. Normalerweise sage ich das immer dazu. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich es nicht dazu gesagt. Schreibt nicht einfach nur die Lösung, sondern gebt mir nur einen Hinweis. Bei Indiana Jones hat es richtig geil funktioniert. Da hat mir immer so ein Mädel geholfen. Gebt mir bitte nur Hinweise. Schreibt nicht einfach nur die Lösung hin, denn, ja, bisschen harsch ausgedrückt, in die Lösung schauen kann ich nun mal selber. Aber wenn ihr es wisst oder in die Lösung geschaut habt, dann gebt mir bitte nur Hinweise. Aber jetzt ist es so gesehen schon passiert. Ich kann das nicht aus meinem Kopf streichen. Jetzt habe ich den Kommentar schon gelesen. Aber ich bin irgendwo auch froh, dass es jetzt weitergeht. Ich will aber für euch das Ganze so ein bisschen verpacken, dass ihr noch einen kurzen Moment miträtseln könnt. So. Denn ein Hinweis wäre gewesen, denk an das Rätsel mit den anderen Lampen. Naja, da gab es doch diese grünen Lampen. Das wäre zum Beispiel so ein Hinweis, so ein Fingerzeig gewesen. Denk, oder in dem Fall ihr, denkt an das Rätsel mit den anderen, mit den grünen Lampen. Und dann überlegt man sich vielleicht, na gut, aber was war mit dem Rätsel? Oder bei dem Rätsel mit den grünen Lampen? Was war da? Das war die Szene, als wir in Roberts Arbeitszimmer waren. Da habe ich das Notenpapier, wenn ich es mal so nennen darf, dagegen gehalten. Und dann hätte ich überlegt, ja, aber ich habe doch kein Notenpapier. Das einzige Papier, was ich habe, ist die Karte. Ja, die kann ich nochmal hier zeigen. Ja. Und dann hätte ich vielleicht gedacht, muss ich vielleicht so machen? Geht nicht. So? Auch nicht. Hä? Tja, und jetzt? Und dann hätte ich vielleicht wiederum mir überlegt, vielleicht an die Kerze halten? Und genau das war der Tipp von Heiko. Er meinte, halte die Karte an die Kerze und dann siehst du, welche Lampen du anmachen musst. Ich bin trotzdem dankbar für den Tipp und ich fühle mich so auch immer noch, als hätte ich nicht in die Lösung geschaut. Ich meine, dafür kann ich ja nichts. Darauf bin ich immer noch stolz. Aber das ist auf jeden Fall die Lösung. Man muss das wohl gegen die Kerze halten. Was mich ein bisschen ärgert in dem Punkt, ich habe damals, als ich offscreen rausgefunden habe, dass man in die ganz spezielle Öffnung schauen muss, habe ich alles, wirklich alles, ja, so, ach, das Inventar, so auf die Kerze angewendet. Wirklich alles, sogar das Buch damals, ja, alles auf die Kerze angewendet, alles. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ist denn mit dieser blöden Kerze, wieso habe ich denn die angemacht? Nur hatte ich die Karte zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube aber schon, und das, ja, wie soll ich sagen, kann ich, glaube ich, behaupten, ich wäre da irgendwann, denke ich, selber drauf gekommen. Also wenn ich da offscreen nach wer weiß wie viel Stunden oder keine Ahnung was, nach vergeblichen Versuchen, die Lichter irgendwie nach irgendwelchen Mustern anzumachen, nicht weitergekommen wäre, hätte ich vielleicht irgendwann in der Verzweiflung angefangen, hier so, ja, und so. Das hätte ich dann irgendwann gemacht und irgendwann wäre ich natürlich zu der Karte gekommen. Da bin ich sicher. Ich habe das ja schon mal gemacht gehabt, ja. Oder hätte auf alles angewendet und dann, ja, hätte ich natürlich irgendwann auch so gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe nicht nachgeschaut. Aha. Es leuchtet. Jetzt habe ich zum Glück beim letzten Mal schon mal eine Zeichnung von dem Ganzen gemacht. Jetzt weiß ich zumindest,
naja, was man anmachen muss. Das Einzige, was mich irritiert, welche von diesen Lampen, oder gibt es da eh immer noch eine? Ach, da gibt es nur eine. Also das, ich habe jetzt zum Glück die Zeichnung, das hat ja schon mal geholfen. Also ich mache mal da ein X, das muss ich anmachen. Das muss ich anmachen. Das da und das da. Ein Muster gibt es aber nicht. Also, ihr seht es ja selber, aber ein Muster ist das nicht. Also nochmal danke an Heiko für die Lösung. Aber bitte, bitte in Zukunft nicht einfach nur die Lösung in die Kommentare schreiben, sondern versucht mir irgendwie einen Tipp zu geben, das Ganze ein bisschen umschreiben vielleicht. Weil das ist, ja, ein bisschen schade. Also, ich glaube, ich muss mich zwar daran gewöhnen, dass in den Kommentaren dann vielleicht so Sachen dann öfters passieren, je mehr zuschauen, vielleicht auch Spoiler, aber wirklich... Macht das bitte nicht. Also nicht Spoiler, nicht einfach nur die Lösung rausknallen, sondern versucht Hinweise zu geben. Das ist ja auch den Zuschauern gegenüber nicht so fair, weil die rätseln ja vielleicht auch mit. Oder das wäre so, als würde man vielleicht einen Film hochladen, was man auf YouTube nicht tun sollte, und das Ende hinschreiben oder sonst was. Ist ja nicht so schön. Aber ich bin dir trotzdem dankbar, lieber Heiko. Also versteh mich bitte nicht falsch. Und es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Na gut, dann machen wir jetzt mal die Lampen an. Eigentlich ist es gar nicht so blöd. Eigentlich kann man da schon drauf kommen. Weil das hat schon mal funktioniert mit den grünen Lampen. Man kann da schon drauf kommen. Ich wäre da auch irgendwann drauf gekommen. Aber wer weiß, wie lange ich noch versucht hätte in meiner Verzweiflung. Naja, die Lichter oder Lampen so anzumachen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe den Zettel jetzt vor mir. Okay, also wenn ich jetzt nach links gehe, da ist eine Lampe, die an sein muss. Die ist sogar schon an. Also die war richtig, wenn ich das mal so nennen darf. Okay, jetzt bin ich in diesem Gang. Jetzt muss ich mir selber überlegen. Nee, ich muss beide anhaben hier. Ich habe jetzt gerade meinen Blick auf dem Papier. Ich muss beide anhaben. Ich lasse die mal aus, dann können wir das vielleicht so final machen. Jetzt muss ich in die Richtung. Jetzt bin ich, wie gesagt, doch froh, dass ich weiß, wie es weitergeht. Und ich fühle mich immer noch so, als hätte ich nicht nachgeschaut. Ich meine, dafür kann ich ja nichts. Und ich wäre da auch, denke ich, irgendwann drauf gekommen. Seht ihr mal, das ist gar nicht falsch. Die ist auch an. Ist jetzt aber auch kurios. Die sind beide an. Ah, da könnt ihr mal sehen. Ich hätte es beinahe... Das wäre fast sogar schade gewesen, wenn ich es einfach durchs Rumprobieren angemacht hätte. Es sind tatsächlich alle schon an, die man anmachen muss, durch Zufall. Ja, die ist jetzt mal aus. Aber da wäre ich vielleicht irgendwann so oder so drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit mich gefragt habe, warum kann man den Boden schließen? Also machen wir die jetzt noch an. Ich hätte so fast... Aber das hätte ich, glaube ich, schade gefunden, wenn ich es einfach nur angemacht hätte. Wenn das überhaupt geht. Vielleicht wäre das wieder so dieses... Man muss das gemacht haben, um das dann zu lösen. Wisst ihr, was ich meine? Ich schaue jetzt mal kurz, ob die anderen Lampen aus sind. Die hier muss nämlich aus sein. Die darf nicht an sein. Ich habe heute auch nur... Also nicht nur, aber größtenteils deswegen gedreht. Weil ich auch das einfach dann jetzt euch mal erzählen wollte. Ja. Dass ich das insofern rausgefunden habe. Das hat mich jetzt interessiert. Da waren wir schon. Ich glaube, ich kann einfach zu den Skelett... oder zu der Skelettfratze, oder Skelett ist es ja nicht. Bin schon ganz aufgeregt. Zu der Teufelsfratze zurück und einfach anmachen. Ich glaube, das müsste gehen. Ist ja lustig, dass ich... Ich schaue mal kurz die beiden Lampen noch, weil hier ist noch eine. Und hier ist noch eine, glaube ich. Sind beide aus. Aber das ist auch krass, oder? Das ist auch kurios. Ich hatte die Lampen fast... Also ich habe jetzt eine angemacht. Aus oder ausgemacht? Aus oder an? Was war es jetzt? Ich glaube ausgemacht. Ich habe eine ausgemacht, die zu viel an war. Sonst hätte es gepasst. Ich hatte hier die beiden ja auch schon an. Das wäre ja auch kurios, wenn ich es rausfinde, ohne das gegen das Licht zu halten. Aber das wäre ja geil gewesen. Ich glaube, ich speichere mal. Ich weiß ja nicht, was da jetzt passiert. Ich freue mich auch ganz ehrlich auf den zweiten Teil, muss ich ganz offen sagen. Wobei der echt einen Sprung macht. Der ist von 2011, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, normalerweise müsste es jetzt klappen, wenn ich das hier anmache. Okay. Deswegen wollte ich auch unbedingt an der Tür hier stehen, weil ich hatte ja das schon gesagt, dass ich mir denke, dass hier das aufgeht. Man sieht es ja auch auf der Karte. Das ist ja, da wird ja eine Treppe quasi gezeigt. Das ist das hier. Sieht aus wie eine Treppe. So zeichnet man eigentlich eine Treppe. Ja. Ist das ein Dimensionstor oder was soll das darstellen? Halali. Ja, gehen wir mal rein, oder was meint ihr? Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Das kann was werden. Ich weiß nicht, was mich erwartet so richtig. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das erinnert mich an Star World. Nee, wie hat das geheißen? Stargate, genau. So heißt es.
Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Den haben wir doch mal in der Cutscene gesehen. Ich kann mich an den Ort gar nicht mehr erinnern. Ich habe irgendwas im Kopf von so einem Art Ritualraum. Aber an den Ort kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Vielleicht vermische ich da auch irgendwelche Spiele. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich krieg es nicht mehr zusammen. Aber jetzt bin ich irgendwie doch froh, dass es weitergeht. Und für euch ist es ja dann auch deutlich interessanter. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann hier gar nichts anklicken. Ist hier ein Ausgang? Ich habe jetzt die Tab-Taste gedrückt, da kommt kein... Hä? Ja, und jetzt? Ich kann hier gar nicht... Ah, okay, die einzige Interaktionsmöglichkeit ist der Altar. Aha. Okay, speichern wir nochmal. Was soll's? Klicken wir den mal an. Mhm. Das ist ein Ritualdolch, der da liegt, oder? Glaub schon. Was ist das? Ein Gefäß. Ist da Tinte drin oder Blut oder? Und hier sind Symbole oder sind das einfach nur so Nieten? Und da sind irgendwelche Lämpchen. Das ist wahrscheinlich das nächste Rätsel jetzt. Ach, den nimmt er gleich. Okay. Vorpal. Ein uralter Ritualdolch. An der Klinge klebt getrocknetes Blut. Vorpal. Habe ich noch nie gehört. Da schreibt er auch in dem Buch nichts darüber. Wurpal. Ja, und jetzt? Ich kann ja gar nicht irgendwie, dass ich den Dolch auf irgendwas anwende oder sowas. Wurpal. Und wenn ich das rechts klicke, das Ding? Gar nichts. Hm. Ja, nu? Muss ich den auf mich selber anwenden? Nee, geht nicht. Auf den Altar anwenden? Aber ich kann doch nichts auf Samuel anwenden, oder doch? Aber da hat er irgendwas geblinkt. Es geht wirklich? Ich schwöre, das war jetzt einfach nur so mein erster Gedanke. Vielleicht muss ich mir einen Finger stechen oder so. Ich muss das jetzt auf mich anwenden, oder was? Oh, oh. Ehrlich jetzt? Haben wir jetzt auch schon alles gesehen oder gemacht? Oder, weil, ich weiß ja gar nicht. Vielleicht ist das das Ende oder so, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Naja, gut. Oh, Mann. Kriegst du sich jetzt den Finger oder was? Ah. Ouchi. Okay, nicht nachmachen zu Hause. Aha. Das war so mein erster Gedanke, so typisch irgendwie. Hm? Das erinnert mich an den Film, die Musik. Verschiedene Öffnungen. Spannend ist es ja jetzt gerade. Okay, ich kann die Öffnung nicht an... Ah, da müssen bestimmt die Schlüssel rein, oder? Mit Sicherheit. Also, hier. Das hier alles. Der Schlüssel, den ich in Marcus' Grab gefunden habe. Genau. Dann war der hier. Durkheim Gordons Schlüssel. Dann hatten wir den. James' Schlüssel. Den hier. Er war in der Asche meines Vorfahren versteckt. Und noch den hier. Williams' Schlüssel. Er ist der Letzte. Was ich getan habe, um ihn zu bekommen, werde ich mir nie verzeihen. Also ich vermute mal, dass die da rein müssen, weil irgendwas muss ja hier... Und ich denke nach den Farben, oder? Also der erste Schlüssel ist weiß in meinen Augen. Also da rein, oder? So würde ich sagen. Und dann, was passiert dann? Mache ich das Tor zur Hölle auf, oder? Ich klicke, aber es passiert nichts. Hä? Wie? Obwohl das ist... Oder das ist eher das weiß... Wie viele Öffnungen sind es denn? 5? Irritiert mich. Na egal, dann halt das da drüben, oder? Ja, das geht. Okay. Der zweite? Da rein, denke ich. Der dritte ist gelb? Also hier zumindest ist gelb. Machen wir es mal nach der Reihe des Tisches, würde ich sagen. Nicht nach der Reihe der Schlüssel, oder? Was meint ihr? Also müsste hier gelb sein. Aber was ist das da drüben? Ach, blau. Das schimmert nur so ganz hellblau. Das sieht man nicht richtig. Okay, blau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe schweißnasse Hände. Oha. Schon wieder wie bei Herr der Ringe, so mit diesem Ring, so... Oder? Mein Gott. Gänsehaut.
Jetzt habe ich aber auch kein Inventar mehr. Soll ich nochmal speichern? Ach nee, komm, ich lasse es. Verse, muss ich die jetzt laut vorlesen? Oh Gott, das geht so schief. Bloß nicht. Zodokare busadire im coraxo zodere. Matorebe matorebi. Vax da sobra ve. Maliore vax da sobra. Malior im ibute. Amena vei busadire. Amena vax zodokare. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben, wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, 5 Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren, durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist. Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Tja, und das war's, meine Freunde. Das war Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Also das ist jetzt auch kurios, muss ich gestehen, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, 2-3 Folgen zu drehen, aber das Spiel ist aus. Da könnt ihr mal sehen. Habe ich gut daran getan, ein bisschen weiter zu spielen. Hammer, ich wollte euch jetzt mit dem Ganzen ein bisschen alleine lassen. Ich meine, das wusste ich. Ich wusste, dass er sich am Schluss das Leben nimmt. Aus verschiedenen Gründen, denke ich. Ja. Er hat sich das nicht verziehen, was er getan hat, und er wollte dafür sorgen, dass nie wieder quasi jemand das Tor öffnet. Weil in der Cutscene, ich habe das so verstanden, hat er das Tor geschlossen, nicht geöffnet. Geschlossen. Und das Tor, das nannte man dann wohl auch Spiegel. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kannte das Ende zwar, aber ich bin trotzdem ein bisschen sprachlos. Er hat sich selbst gerichtet, so quasi. Ich denke mal, er wollte in erster Linie auch dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Und dass der Fluch auf jeden Fall, naja, gebrochen ist. Ob ihm das gelang, das bekommt ihr dann im zweiten Teil mit. Da seht ihr auch nochmal, wer die ganzen Sprecher waren, David Nathan und so weiter. Ja, also wie gesagt, das wusste ich, dass er sich das Leben nimmt. Das wollte ich nur nicht verraten. Ist auf jeden Fall ein heftiges Ende. Als Film wäre es wohl mehr ein Drama. Er hat quasi das geschlossen, sich das Leben genommen und dafür gesorgt, dass nie wieder einer das Ganze öffnet. Ja, krass. Echt krass. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Let's Play lag mir echt am Herzen. Ich habe da viel Herzblut rein. Ich habe mich also wirklich bemüht bei dem Ganzen, kann ich sagen. Ich habe also auch noch nicht viel oder auch nicht übertrieben, aber doch hier und da Veränderungen vorgenommen. Das wisst ihr ja eigentlich. 16:9, ein bisschen Weichzeichnung. Also so eine Art erzwungenes Anti-Aliasing. Ladezeiten raus. Glitches raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte diesem Spiel, weil ich es für eines der besten Point-and-Click-Adventures aller Zeiten halte, ein Denkmal setzen. Ich denke mal, das ist mir gelungen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ich hoffe, ihr auch. Und da würde ich jetzt einfach sagen, ich bin jetzt raus aus Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, da würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.